Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Spin-off-Format zu den HFD Hangouts zur Reihe Let's Talk. Wir sind das Hochschulforum Digitalisierung. Mein Name ist Uwe-Reck C. Stein und ich vertrete an dieser Stelle meine geschätzte Kollegin und unsere Community-Managerin Linda Esch. Sie hören vielleicht in letzter Zeit so häufig wie ich, dass es immer neue und immer häufiger eingesetzte Formate zu Übungen in unterschiedlichsten Fachbereichen gibt. Denken Sie an Serious Games, denken Sie aus dem Ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Bereich, denken Sie an Remote-Labore. Gruß an Kollegen Tobi Ortelt an dieser Stelle. Heute sehen wir eine neue Perspektive darauf, und zwar einen Erfahrungsbericht aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, genauer aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Dazu freue ich mich, begrüßen zu dürfen Herrn Professor Dr. Jürgen Schneider von der FH Bielefeld, Frau Dr. Martina Emke vom, ich möchte es richtig sagen, ist Koordinatorin beim ExpertInnenpool Flying Experts vom DHNRW. Grüße an die Kollegin, denn das DHNRW und das HFD teilen eine Denkrichtung, sind eines Geistes Kind. Und besonders freue ich mich auch über einen Studenten. Die Studierendenperspektive möchte das HFD zukünftig noch wesentlich mehr nicht nur beleuchten, sondern auch zu Wort kommen lassen. Deshalb herzlichen Gruß auch an Herrn Max Meckelmann, selbst Student der Betriebswirtschaftslehre, der an diesem Planspiel, von dem wir heute hören werden, selbst teilgenommen hat und hoffentlich auch dazu ausführlich berichten kann. Zu Ihrer Information, wir nehmen diesen Teil des Let's Talk auf. Die Fragen können unsere Gäste, die das auf YouTube sehen, dann leider nicht mehr sehen. Wenn Sie aber Fragen haben, können Sie dem HFD und den Kolleginnen und Kollegen, die heute dabei sind, natürlich jederzeit schreiben. Wir bearbeiten die Anfragen so schnell wie möglich und beantworten sie auch sehr gerne. Das war es jetzt von mir. Ich bin im Hintergrund und sammle, wenn Sie im Chat Fragen stellen wollen, diese, versuche die zu clustern und später mit einzubringen. Sie können sie aber nachher später auch selber stellen, selbstverständlich. Dann wünsche ich uns jetzt allen erst einmal gutes Gelingen. Ich bin selber sehr gespannt und darf das Wort an Sie übergeben. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen zu dieser Session hier. Mein Name ist Jürgen Schneider. Ich bin seit über 20 Jahren an der Fachhochschule Bielefeld, Professor für Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten im Rechnungswesen in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und beschäftige mich seit circa 12 Jahren mit Planspielen. Wir haben diese Planspiele zunächst einmal offline gespielt, spielen sie jetzt online. Und in den letzten beiden Semestern waren wir insbesondere gefordert, das Planspiel über die Online-Lehre zu bringen. Und das ist uns ganz gut gelungen. Darüber möchte ich heute einiges berichten. Ich habe dazu eine kleine Präsentation. Die würde ich Ihnen gerne mal aufschalten. Also wir an der Fachhochschule Bielefeld machen Planspiele und wir haben eben in den letzten beiden Semestern hatten wir das Thema, dass wir diese Planspiele, die ohnehin schon digital laufen, eben in einem Online-Unterricht bringen mussten, weil wir aufgrund der Pandemie keinen Präsenzunterricht machen durften. Insofern verfügen wir über zwei Semester Erfahrung mit den Planspielen und ich hatte mich ja schon vorgestellt, Herr Meckelmann stellt sich sicherlich vielleicht auch noch gleich vor. Herr Meckelmann ist Student und hat dieses Modul im Wintersemester 2020, 2021 hat er dieses Modul besucht. Wollen Sie noch kurz was sagen zu sich, Herr Meckelmann, oder? Ja, ich kann das, glaube ich, relativ kurz halten. Also wie gehabt, mein Name ist Max Meckelmann, ich studiere Betriebswirtschaftslehre aktuell im fünften Semester, habe das Modul also ein Semester später belegt als das eigentlich geplant ist und werde jetzt dann im Verlauf der Veranstaltung auch hoffentlich die Studierendensicht mit einbringen. Genau, dankeschön. Ja, das mit den Planspielen, hatte ich gesagt, ist nichts Neues. Das spielen wir schon seit einiger Zeit. Als ich das übernommen habe, vor 12 Jahren, haben wir das in Papierform gespielt. Wir spielen es jetzt voll digital in einer Cloud und das läuft aber seit 2016 über die Cloud. Wie das mit der Cloud funktioniert, erkläre ich gleich. Was neu war in den letzten beiden Semestern, war eben, dass wir jetzt auch die Lehre online gemacht haben, nicht mehr in Präsenz. Und da mussten wir uns das einfallen lassen, wie wir die beiden Elemente Planspiel und Online-Lehre, wie wir das irgendwie zusammenbringen. Und da waren wir dann in den letzten beiden Semestern
doch einigermaßen auch gefordert. Sie sehen hier oben das Planspiel, das ist das Intro, das ist die Benutzeranmeldung, das ist das, was die Teilnehmer sehen, wenn sie in das Planspiel rein wollen aus der Cloud. Kann man von zu Hause aus der Hochschule, wie auch immer, mit Internetanschluss kommt man da rein. Und Sie sehen unten diesen bekannten Zoom-Bildschirm, wo wir eben diese Konferenzsoftware Zoom hatten, um das letztendlich über die Online-Lehre abzubilden. Ja, sorry, da war ich eins zu schnell. Mir fehlt jetzt eine Folie. Nee, sorry. Alles gut. Also es geht bei diesem Planspiel geht es darum, dass die Studierenden in die Rolle einer Unternehmensleitung versetzt werden und ein Unternehmen, das Kopiergeräte herstellt, 1200 Mitarbeiter roundabout hat zu Beginn. Das muss 8 Perioden, das heißt 8 Spielperioden geführt werden. Und da müssen die Studierenden in allen wichtigen Bereichen Entscheidungen treffen. Da sind beispielsweise Entscheidungen im Vertrieb zu treffen und im Vertrieb legt man halt den Preis fest, legt man das Marketingbudget fest und muss sich für die Vertriebler entscheiden. Eine Aufgabe, die die Studierenden aus ihrem Studium eigentlich schon kennen, aus der Lehrveranstaltung Marketing, die aber jetzt in die Anwendung kommt, weil sie das letztendlich praktisch durchführen müssen. Der Forschungs- und Entwicklungsbereich, der zweite Bereich F&E, da entscheidet man darüber, wie das Produkt dieser Kopierer wieder weiterentwickelt werden soll. Da könnte man beispielsweise die Strategie fahren, dass man Qualitätsanbieter wird und einen sehr hochwertigen Kopierer anbietet und den dann auch etwas höherpreisiger platzieren kann. Das ist eine Entscheidung. Man kann es auch zu einer Discounter-Strategie führen, dann hätte man ein Produkt, was wenig Technologie hat, aber preislich eben sehr attraktiv ist. Im Einkauf geht es darum, dass man entsprechend Maschinen kaufen muss, dass man entsprechend Einsatzstoffe kaufen muss, um diese Kopierer herzustellen. Da gibt es dann Mengen, Staffeln gibt es da, wo man dann günstiger einkaufen kann. Und da müssen halt Einkaufsentscheidungen getroffen werden. Im Produktionsbereich mit ca. 800 Fertigungsmitarbeitern muss die Produktion geplant werden. Da sind Maschinen anzuschaffen, Maschinen zu erneuern. Da sind Mitarbeiter einzustellen, die dann in ihrer Produktivität, wenn sie eingestellt werden, am Anfang ein bisschen schlechter sind, dann aber durch Trainings und andere Maßnahmen qualifiziert werden können. Da geht es eben darum, die richtige Mannschaft und die richtigen Maschinen zu haben, um das Produktionsprogramm zu bearbeiten. Im Personalbereich gibt es noch weitere Entscheidungen. Ich hatte gerade die Trainings schon angesprochen. Es gibt noch weitere Qualifizierungsmaßnahmen. Dann ist im Personalbereich sind die Vertriebler zu steuern und also das, was man im Unternehmen halt auch kennt aus dem Personalbereich. Ja, das Finanz- und Rechnungswesen, ein Fach, wo es eben um Kostenrechnung und um Jahresabschluss geht, das muss auch gemanagt werden, weil das Ganze wird in Zahlen abgebildet und am Ende münzt das in einen Aktienkurs, der dann irgendwie möglichst gesteigert werden soll. Sie sehen also hier alle Gebiete aus der Betriebswirtschaftslehre, die man so bislang im Studium, die einem da irgendwie mal über den Weg gelaufen sind, die muss man in diesem Spiel, muss man die vereint hinbekommen. Und das Interessante ist, dass die Studierenden in Gruppen arbeiten und wir ja in unserem Studium auch Vertiefungsrichtungen haben. Das heißt also, die Studierenden können sich gegen Ende ihres Studiums so ein bisschen in die Bereiche begeben, in denen sie später mal tätig werden wollen. Also da wird man dann in der Gruppe hoffentlich nicht 5 Teilnehmer aus dem Finanz- und Rechnungswesen finden, sondern die Gruppe wäre gut aufgestellt, wenn sie so ein bisschen gemischt wäre, dass jeder so seine Fähigkeiten einbringen kann. Aber das gelingt den Gruppen in der Regel recht gut, diese Aufgabenstellung, die hier auf sie zukommt, zu bewältigen. Ja, dann ist es so, wenn wir dieses Cloud-basierte Planspiel machen, das machen wir ja schon seit 2016, auch in Präsenz, dann ist die Grundvoraussetzung, um das Planspiel in der Cloud zu spielen, dass die Teilnehmer eine gut verfügbare Internetverbindung haben. Wenn wir das in Präsenz gemacht haben, war es dann so, dass die Studierenden ihre Rechner, Laptops oder ja auch Tablets mitbringen konnten. Wir in der Hochschule haben über eine gut verfügbare Internetverbindung waren wir ausgestattet, sodass dort der Zugang da war. Das ist jetzt mit der Online-Lehre so, dass die halt von zu Hause aus spielen und diese Bedingungen eben mitbringen müssen. Dann ist es so, dass wir über das Cloud-basierte Planspiel alle Informationen papierlos den Studierenden zur Verfügung stellen. Also wir müssen nichts mehr kopieren und austeilen, sondern die Studierenden gehen in das System rein und bekommen im System sämtliche Informationen, die sie brauchen, um eine Spielperiode zu planen und durchzuführen.
Ja, und die Studierenden arbeiten, das haben sie eigentlich seit der Cloud schon immer gemacht, an ihren eigenen Endgeräten. Das ist für uns sehr komfortabel, weil wir keine Geräte zur Verfügung stellen müssen und dort nochmal so ein Gap haben zwischen der Handhabung der Hardware. Also die arbeiten mit ihrer eigenen Hardware. Sie müssen lediglich übers Internet letztendlich in das Planspiel hineinkommen. Ja, was man da so sieht, ist, dass die das am Notebook machen. Tablet ist sehr gut. Einige Studierende machen das auch auf dem Smartphone. Das ist jetzt für mich ein bisschen klein, aber die Studierenden kommen da gut mit zurecht. Und da stellen wir den Studierenden auch zur Wahl, mit welchem Gerät sie letztendlich arbeiten wollen. Wenn wir Online-Lehre machen, das war neu für uns im Sommersemester 2020. Wenn wir Online-Lehre machen, gelten ähnliche Grundvoraussetzungen. Die Studierenden sitzen ja zu Hause, nicht mehr in der Hochschule. Grundvoraussetzung für die Online-Lehre ist eben auch, dass wir hier eine gut verfügbare Internetverbindung haben. Das passt also ganz gut zum Planspiel zusammen. Und dass die Studierenden letztendlich zu Hause über Raum und Technik verfügen im Homeoffice, sodass sie dann an diesem Planspiel bzw. an den Konferenzen teilnehmen können. Wir haben in der Regel mehrere Konferenzräume, wir nennen das dann Meetings. Und zwar brauchen wir einmal ein Meeting, in dem ich alle Studierenden habe. Das ist vergleichbar mit dem Hörsaal. Da kann ich dann Dinge erzählen. Das ist insbesondere im Rahmen der Einführung ins Planspiel sehr wichtig. Wir können Fragen klären. Also dieses Plenum muss man sich vorstellen wie ein Hörsaal, an dem alle Studierenden teilnehmen. Da haben wir dann Sitzungen mit ja, bis zu 35 Teilnehmern. Jetzt hier in der Gruppe waren wir 28, in der Herr Meckelmann war, von der wir berichten. Aber so bis 35 können wir in so ein Plenum aufnehmen und machen dort letztendlich auch Inhalte, sprechen Dinge zentral ab. Wichtig ist aber auch, dass sich die Gruppen, die ja für sich Entscheidungen treffen, dass ich die erreichen kann und dass wir in diesen Gruppen letztendlich, dass ich die coachen kann. Und dazu brauchen die Gruppen Gruppenräume und das sind bei uns hier die Gruppenmeetings. Die legen sich die Studierenden selber an, teilen mir die Zutrittsmöglichkeit mit, sodass ich dann dort in diese Sitzung rein kann. Die Studierenden lassen mich rein, je nachdem, wie sie denn das Meeting ausgestattet haben. Und ich kann dann in diesen Gruppen, in diese Arbeitsgruppen kann ich dann coachen. Das ist sehr komfortabel. Das ist vergleichbar in der Hochschule, wenn ein kleiner Raum gemietet werden würde und ich käme dann dort dazu. Das klappt eigentlich auch sehr, sehr gut und ist im Online eben auch nicht mit Wegezeiten verbunden. Ja, das war es im Wesentlichen, was wir so an Voraussetzungen hatten. Die Kontakte, die wir hier nochmal haben, ist einmal mein Kontakt und der Kontakt von Frau Emke. Aber ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung zu Ihnen, Frau Emke. Genau, und dann würde ich an der Stelle auch gerne reinkommen. Tut mir leid, dass wir gerade dieses kleine technische Problem hatten. Es ist so wie immer, wir haben es geprobt und dann im entscheidenden Augenblick funktioniert es nicht so gut, wie wir uns das vorstellen, aber das holen wir jetzt an der Stelle nach. Wir haben ja gerade schon gehört, dass ein Online-Planspiel eben von Präsenz auf Online umgestellt wurde. Wie waren denn jetzt so die Erfahrungen eigentlich, Herr Schneider, die Sie da an der Stelle gemacht haben? Sie haben ja beides durchgeführt. Was waren so zentrale Erfahrungen? Also mit dem Planspiel haben wir ja kein Problem, weil wir das Planspiel, da sind wir geübt drin, das können wir ja online oder beziehungsweise können wir ja digital machen. Was uns Probleme bereitet hat, war im Sommersemester, dass wir so ein bisschen ins kalte Wasser mussten, was die Videokonferenzen anging. Das heißt, wir als auch die Studenten haben letztendlich sich in diesen neuen Räumen finden müssen. Wir haben das Semester auch ein bisschen mit dem Start nach hinten verschoben. Das hat uns geholfen. Und dann haben wir eigentlich mit den Studenten zusammen so ein bisschen geprobt und geübt. Das heißt, wir haben Sitzungen angelegt, wir haben geguckt, was fehlt noch, wo ist noch Input notwendig, brauchen die noch Lehrmaterialien, begleitende Materialien. Da wir alles zur Verfügung hatten, konnten wir die Lernplattform auch gut nutzen und dort etwas einstellen, so Videotutorials und andere Dinge. Aber es gab ab und an schon mal die ein oder andere Nachsteuerung, sodass ich Studenten manchmal nicht erreichen konnte, dass ich in ein Meeting nicht reinkam. Wir haben das relativ schnell geklärt und wurden von Woche zu Woche besser im Sommersemester. Und im Wintersemester hat es nahezu perfekt geklappt, weil ich auch wusste, was wir machen mussten. Ich war gut vorbereitet. Und die Vorbereitung auf dieses Semester ist eigentlich das A und O, dass sich die Gruppen bilden, dass die relativ schnell reinkommen in die Arbeit und dass das nicht daran hängt, dass irgendwie organisatorische Mängel dazu führen, dass man eben nicht arbeiten kann. Super, okay. Dann haben wir von Ihrer Seite auf jeden Fall sehr positive Rückmeldungen. Die Frage ist jetzt, Herr Meckelmann, können Sie das so teilen? Wie waren Ihre Erfahrungen jetzt mit dem Online-Planspiel? Also sowohl von der technischen als auch nachher vom Planspiel selber durchweg positiv. Einerseits zur technischen Seite, das
da war nichts dabei, was wir jetzt noch nicht kannten. Wir hatten uns dann ja auch alle nach einem Semester schon daran gewöhnt, dass man eben mit Zoom arbeitet. Ich würde fast darauf tippen, dass die wenigsten Probleme damit hatten, dann auch sich über Zoom zu organisieren bei der Gruppenbildung. Und an sich würde ich sogar behaupten, dass es explizit in dieser Situation besonders gut klappt, eben in dieser Covid-Situation, vor dem Hintergrund, dass sich die Organisation untereinander in vielen Bereichen einfacher ist, wenn man sich über Zoom verabreden kann, weil es eben dann nicht mehr an irgendwelche Öffnungszeiten bzw. Termine gebunden ist, sondern man kann, was bei uns in der Gruppe auch vorkam, sich durchaus mal abends um 20 Uhr treffen, wo man dann wahrscheinlich, wenn alle Leute aus wo auch immer zur FH fahren müssten, wo das schwierig werden könnte. Man war also deutlich flexibler, als wenn man es in der Präsenzlehre spielen würde. Das heißt, wenn ich da schon gleich mit reinkommen kann, ist eine leichtere Organisation des Ganzen. Sind Sie denn auch, um eine Frage schon mal aus dem Publikum aufzugreifen, sind Sie auch selber in den Phasen, die Sie selber organisiert haben, in Breakout-Rooms gegangen oder wie haben Sie das organisiert? Vielleicht, dass das mal so ein bisschen plastischer wird, denn das ist das, was viele Lehrende sich fragen. Wie organisieren Studierende etwas und kommen sie gut klar oder wo könnte man sie noch unterstützen? Deswegen ist das für uns gerade mal ein gutes Fenster, da ein bisschen reinzuschauen. Also die klassische Breakout-Funktion bei Zoom wurde nicht genutzt. Das wäre ja, wenn wir aus der normalen Vorlesung dann in Gruppen ausgegliedert werden, sondern wir Studenten oder wir Studierenden haben untereinander dann einzelne Sitzungen organisiert, eben innerhalb unserer Gruppe. Das heißt, wir hatten einerseits, im Grunde genommen waren das drei Termine. Wir hatten das Coaching, das eben angesprochene. Darauf folgt direkt die Auswertung und irgendwo zwischen Auswertung und dann eben dem nächsten Coaching mussten wir Studierenden untereinander uns so organisieren, dass wir mindestens einmal uns zusammensetzen, um eben dann Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Gruppen war. Wir haben das bis auf eine Woche in einer Sitzung durchgekriegt. Die haben dann zwischen, als wir eingespielter waren, haben die so 2 Stunden gedauert, hatten aber auch einmal 4 Stunden dabei. Das ging aber auch eben sehr gut, weil man einerseits von den Zeiten recht unabhängig war, weil man eben irgendwo in 7 Tagen findet man die Zeit, sich zu organisieren. Und ob das morgens um 7 ist oder eben abends um 11, da musste man sich dann organisieren. Das klappte aber relativ gut bei uns. Und auf der anderen Seite war man eben auch vom Ort unabhängig, weil es kann natürlich auch passieren, Ostwestfalen ist groß, dass wir da Teilnehmer in der Gruppe haben, die aus Ferl kommen, andere kommen aus Minden und da muss man sich irgendwo treffen in der Mitte. Das ist über Zoom natürlich deutlich leichter. Das bringt mich aber auch dazu, so ein bisschen nochmal kritischer nachzufragen, wie war denn eigentlich die Gruppenarbeit? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine große Umstellung war von der Präsenzzeit, wo Sie ja deutlich anders in Gruppen arbeiten. War das nicht ein Nachteil bei einem Online-Planspiel, mal ganz kritisch gefragt? Es hatte Nachteile, natürlich. Also ich nehme jetzt mal ein recht simples Beispiel, wenn man die Produktion plant und da Mengen ausrechnen muss. Dann schreibe ich mir das auf ein Blatt Papier, ich bin immer relativ schlecht mit dem Tippen, schreibe ich mir das auf ein Blatt Papier und das kann man nicht einfach so in eine Kamera halten, sondern das muss man dann eben wörtlich erklären, was dann natürlich wieder einen gewissen Lerneffekt hat. Das heißt, da entsteht dann aus dem Nachteil wiederum ein Vorteil, weil man die Vorgänge oder seine Gedankengänge auch erklären muss, den anderen Mitgliedern. Ja, okay, das war ein sehr plastisches Beispiel. Wie war das denn bei Ihnen, Herr Schneider? Was waren so die Vor- und was waren die Nachteile, die Sie bei einem Online-Planspiel an der Stelle sehen würden? Also die Vorteile waren die eben genannten Unabhängigkeiten von den Räumlichkeiten. Also wir konnten, brauchten keine Räume buchen und die Studierenden konnten sich in der Woche ja treffen, wann sie wollten. Ich hatte in dieser 4-stündigen Lehrveranstaltung ein einstündiges Coaching angeboten. In diesem Coaching gehe ich in die Gruppen rein und frage nochmal, ob alles okay ist, ob ich noch irgendwo unterstützen kann oder helfen kann. Und da waren allerdings am Anfang so ein paar Unklarheiten hinsichtlich der Technik und was muss man eingeben. Aber das wurde von Mal zu Mal besser, so dass mein Coaching eigentlich immer mehr abnahm. Die Studierenden arbeiteten sehr selbstständig und ich hatte auch das Gefühl,
dass die sich in der Woche intensiv getroffen hatten. Also auf meine Nachfragen auch gegen Ende des Semesters, wie lange man denn so pro Woche gesessen hatte, kamen dann so 4 bis 6 Stunden, hat man schon miteinander gearbeitet. Gruppen, die vielleicht nicht so viel Lust dran hatten, brauchten mal weniger, aber ich weiß nicht, unter 2 Stunden geht es sicherlich nicht, dass man in der Woche zusammensitzt und da etwas auf die Beine bringt, was man dann am Ende dann auch abgeben kann, beziehungsweise was man in die Entscheidung nehmen kann, was dann ausgewertet wird. Und insofern waren das sicherlich alles Vorteile. Die Nachteile sind eben daran, dass man die Teilnehmer, dass man da auch Teilnehmer verlieren kann, weil man die eben nicht sieht. Wenn ich dann ins Coaching rein bin, habe ich dann schon gucken können, dass da ab und an mal jemand fehlte. Ich habe auch immer gefragt, ob denn die anderen Teilnehmer wüssten, wo der wäre, weil so ein Gruppenmitglied zu verlieren, das ist natürlich auch ganz schlecht, weil dann passt das nicht. Am Ende ist es so gewesen, dass wir von den 28 Teilnehmern haben wir 27 durchgekriegt, weil im Anschluss war noch eine mündliche Prüfung. Und das ist eine Quote, die relativ hoch ist. Sowas erzielen wir im Präsenzunterricht eher auch nicht. Also insofern war der Erfolg, war dann da. Wir haben in der Tat wohl nur einen verloren, der sich da nicht so reingehängt hat. Aber von 28 einen zu verlieren, ist zwar auch bitter, aber akzeptabel für uns so. Und ansonsten gibt es wenig Nachteile, die wir hier hatten. Wir überlegen auch, dieses Format letztendlich so weiterzuführen, zumindest als ein Angebot. Was ein bisschen zu vermissen ist, ist, dass man die Studenten nicht sehen kann. Das ist das, was Herr Mickelmann ja auch schon sprach. Also man kann nicht immer schnell was zeigen, was aufs Papier malen, was man dem anderen dann rüberschieben kann. Das hat man so ein bisschen vermisst. Hm. Zu dem, was bleibt, kommen wir ja noch im letzten Teil der Vorstellung des Online-Planspiels. Was mich nochmal interessieren würde, ich könnte mir vorstellen, dass sich jede Studierende gleich gut mit Online-Lehre klarkommt. Sind nochmal spezielle Vorbereitungsmaßnahmen von Ihnen getroffen worden, um sicherzustellen, dass Sie möglichst viele Studierende mitnehmen können? Also die Studierenden sind da ziemlich fit drin. Was sie so gemacht haben, die richten sich ein Zoom-Meeting ein, in das man dann vielleicht nicht reinkommt oder dass irgendwo eine Uhr hat, die abläuft. Das ist uns im Sommersemester passiert. Daraufhin haben wir dann so ein Videotutorial gemacht, wie man ein Zoom-Meeting anlegt und wie wir das gerne hätten, damit wir da reinkommen und damit wir uns auch treffen können. Und ich weiß nicht, ob Herr Meckelmann, ob Sie sich das angeschaut haben oder das gebraucht haben, aber im zweiten Durchgang, nachdem dieses Videotutorial mal gebaut worden ist, wie man so ein Zoom-Meeting anlegt, günstigerweise hat es besser geklappt. Ja, also ich selber zumindest mit dem Zoom-Meeting, auf das Video brauchte ich dann nicht mehr zugreifen, weil ich eben schon ein Semester Erfahrung damit hatte. Die Videotutorials zur Management-Software oder zur Simulationssoftware, die hingegen waren sehr hilfreich. Ja, also auf jeden Fall haben wir schon auch gehört, dass neue Materialien entwickelt werden mussten, um eben zu ermöglichen, ein Planspiel, was vorher in Präsenz gelaufen ist, dann eben online sehr erfolgreich durchzuführen. Jetzt ist die Frage, die natürlich alle auch bewegt, was bleibt? Sie haben es angedeutet, Herr Schneider, Sie wollen etwas auf jeden Fall in Ihren Unterricht weiterhin auch übernehmen und vielleicht auch in den Unterricht von Kollegen und Kolleginnen. Würde mich natürlich auch mal interessieren, wie gegebenenfalls das Plenum hier zum Beispiel an der Fachhochschule Bielefeld auf solche positiven Beispiele reagiert. Also vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen, was bleibt? Also was bleiben wird, ist, dass wir diese kleinen Tutorials, die wir gebaut haben, die Herr Meckelmann ansprach, dass wir die auf jeden Fall drin lassen. Man muss sich das so vorstellen, da gibt es irgendwo ein Problem oder eine Fragestellung im Planspiel, beispielsweise wie man den Einkauf optimieren kann. Und dann ist da ein Videotutorial, wo ich erkläre anhand des Planspiels, wie man das macht. Ich habe mich in den Hörsaal gestellt, das an der Tafel gezeigt und habe gezeigt, wie das gebaut wird. Heute können die Studierenden das Video abrufen, wann und wo immer sie möchten. Und sie können sich das auch so oft anschauen, wie sie wollen, wenn es nötig ist. Und da kriegen wir eben das Feedback, dass wir das unbedingt lassen sollen und diese Sachen auch machen sollen. Und das werden wir auf jeden Fall beibehalten. Wenn wir in die Präsenz zurück dürfen, und da sehen wir uns ja alle doch nach, freuen wir uns auch schon drauf, dann wird es auch Präsenzveranstaltungen mit dem Planspiel geben. Aber wir werden auf jeden Fall auch eine Online-Version weiterhin anbieten. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das in die Abendstunden legen und das familienfreundlich gestalten für Leute, die Betreuung haben, die Kinder haben und andere Dinge haben. Da bietet sich einiges an und das werden wir auch weitermachen. Und so war dann letztendlich auch der Tenor der Studierenden, die gesagt hatten, ein Angebot wäre wirklich ganz gut, Präsenz ist auch gut. Also diese Mischung aus beiden ist dann das, was wir letztendlich anbieten wollen, auch zukünftig. Und wie gesagt, diese Tutorials, ob ich Präsenz mache oder ob ich das online mache, die werden auf jeden Fall bleiben.
weil ich muss das nicht x-mal erzählen. Das sind ganz gut gemachte Videos, jetzt nicht auf höchstem Niveau von zu Hause aus gemacht, aber darin liegt vielleicht auch gerade der Charme, dass man da dann irgendwie reinguckt. Die sind irgendwie authentisch, finde ich zumindest. Ja, super. Die gleiche Frage an Sie, Herr Meckelmann. Was bleibt für Sie außerhalb einer, so wie ich es gerade mitgenommen habe, einer guten Erfahrung? Aber was könnten Sie vielleicht noch mitnehmen, von dem Sie auch glauben, dass es Ihnen zukünftig nutzen wird? Also was bleibt, ist auf jeden Fall, dass man einmal das bisher Gelernte praxisnah auch anwenden kann. Das heißt, man hat mal gerade Fächer, die sehr stark theoretisch sind, Marketing, Ähnliches, hat man wirklich mal die Möglichkeit, es auch innerhalb des Studiums anzuwenden. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, der auch beibehalten werden sollte, meiner Meinung nach. Dass eben dann die Möglichkeit besteht, vier Semester, in meinem Fall waren es dann fünf, sozusagen einmal zusammenzufassen und praktisch anzuwenden. Weil da hatte man ich hatte ganz oft den Moment, dass ich mir gedacht habe, das habe ich doch mal gelernt. Habe ich nochmal nachgeguckt und dann was gefunden. Also es ist tatsächlich so, dass man da auch mal ein Gefühl dafür kriegt, wie es dann praktisch auch angewendet werden kann, was man vorher relativ trocken lernt. Ja, also das bringt uns eigentlich auch schon zum Ende unseres Inputs, den wir gemeinsam hier gestalten wollten. Vielleicht auch noch interessant ist, wie sind wir drei eigentlich zusammengekommen? Herr Rexe-Stein hat es vorhin gesagt, ich bin die Koordinatorin des Expertinnenpool Flying Experts und Herr Schneider ist in besagten Pool drin. Das ist in dem Projekt HD@DH NRW, Hochschuldidaktik im digitalen Zeitalter. Und in dem Zusammenhang hat eine Jahrestagung stattgefunden im letzten Jahr und so sind wir ins Gespräch gekommen und da dachten wir, das passt ganz gut für den HFD-Talk, weil ich glaube, es gibt hier aus dem, was wir gesagt haben, viele Anknüpfungspunkte, was also sagen wir mal so Gruppenarbeit anbelangt, was vielleicht auch sowas wie Future Skills anbelangt oder auch vielleicht Dinge, die sagen wir mal jetzt nicht unbedingt BWL-spezifisch sind, sondern die auch in andere Fachbereiche übertragbar sind. Und deswegen freue ich mich jetzt auf den Austausch mit dem Publikum, weil da gibt es vielleicht noch mal andere Ideen, wie man das auch ausbauen könnte und wie man vielleicht auch fächerübergreifende Zusammenarbeit, eine Idee für eine fächerübergreifende Zusammenarbeit vielleicht. So, daraus entstehen könnte, so rum. Dann nutze ich kurz die Gelegenheit. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und wenn Sie unbedingt wollen, auch länger, unser Publikum auf YouTube zu verabschieden. An dieser Stelle freuen wir uns über jeden Klick und alle, die sich dieses Video später angesehen haben. Bleiben Sie dran und schauen Sie auf hochschulforumdigitalisierung.de oder auf Mattermost oder auf Twitter. Folgen Sie. Es wird viele weitere Beiträge geben zu diesen und ähnlich spannenden Themen. Und wir gehen jetzt unter uns und ich freue mich auf die Fragen und den Austausch.